Willkommen zurück, liebe Leute, zu Dragon Ball Z. Wir machen jetzt weiter, aber bevor wir da jetzt reingehen in die Mission, passen wir nochmal ganz kurz Son Gohan an. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas noch haben. Da haben wir doch was bekommen. Ja, genau. Zack, hier rein damit. Da haben wir nichts. Hier haben wir auch was bekommen. Spezial versteckt. Okay. Erhöht Spielergewinn. Oder was? Was ist das? Ich weiß es gar nicht. Egal, auf jeden Fall haben wir es jetzt. Verringert KI-Verbrauch, verringert. Nein, wir wollen es natürlich gespeichert lassen. So, und jetzt geht's los. Mission 5. Sind wir, glaube ich, schon. Ja, Mission 5, genau. Wenn du die Karte Cyborg-Abwehr einsetzt, kannst du die Automatik. Ja, wir haben euch Wörter. Alles klar. Mutant Roshi, die geile Sau. Nappa in der Klemme. Sehr schön. Voll süß, die Untertitel der einzelnen Missionen. Alter, immer daneben, ey. Hau noch einen hinterher, genau. Voll drauf, Jungs. Ey, ich will auch. Jetzt. Zurück! Naja. Boah, den geben wir. Er hat ja gar keine Chance. Ich fühle mich aber, muss ich schon mal sagen, sehr, sehr stark eingeschränkt in Sachen Kombos, fällt mir gerade mal ein. Es gibt ja eigentlich nur einen Schlagknopf. Ah, shit, ey. Doch nicht da reinfliegen! Son Gohan! Wo ist er denn da oben? Also man kann wirklich sagen, man ist wirklich eingeschränkt im Ganzen. Was soll das denn jetzt wieder sagen? Man muss trotzdem nicht da reinfliegen jetzt. Yeah.
Na komm, komm, komm. What the fuck? Piccolo! Sicher jetzt erst, das wird dem Piccolo platt gemacht. So, der erste wäre weg. Bin ich tot? Oh, ich dachte schon. Okay, useless mit wie sinnfrei übersetzen. Na, okay. Alles klar. Oh, A nur. Das war schlecht. Ja, also, puh. Ich muss sagen, das Spiel ist nicht schlecht. 40 Missionen, was? Andere Ehre. Ah, da, Mission 6. Ja, das Spiel ist wirklich nicht schlecht. Ich kann jetzt doch wechseln. Aha. Kann ich jetzt zweimal mit. Was? Okay. Das Spiel ist nicht schlecht bisher. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass du kaum irgendwie Sachen. Also kaum Kombo-Möglichkeiten hast. Boah, ich pump ihn jetzt voll auf, ja. Aufgepasst. Piccolo, eine geile Sau. Scheiß auf die anderen. Da haben wir nichts. Ich kann mich nämlich nur erinnern, früher war das echt möglich, dass du auch Schläge so verzögerst und so weiter. Ich weiß nicht, in welchem Teil es war, aber da konntest du Schläge verzögern, denn einen starken Angriff, schwachen Angriff, Dritte und so weiter, konntest du alles auszählen. Hier hast du eigentlich nur einen Schlagknopf. Und einmal KI-Angriffe, aber das war's dann auch schon. Das finde ich ein bisschen auf Dauer, kann ich jetzt schon mal sagen, finde ich auf Dauer ein bisschen wenig. Naja. Aber 40 Missionen gibt es. 40 Stück. Über 40. Dun dun. Wo ist er hin? Whee! So, ich muss ihn vielleicht auch erstmal anvisieren. Hör doch mal auf, die ganze Zeit abzuhauen, du Pussy, ey! Boah, was ist denn das für ein krasser. Was? Son Gohan ist schon tot?
Oh, der Schlangenarm, geil. Na, wo ist er denn? Er ist ja schon wieder. Boah, nur auf mich, wa? Drauf da, Jungs! Boah, ey, ihr seht schon, Piccolo ist einfach der Geilste. Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel die deutsche Vertonung von Dragon Ball, also da kann ein Naruto oder ein One Piece bei, da kann es einfach nicht mithalten. Weil da gibt es besonders, finde ich, komischerweise, bei den Hauptfiguren irgendwie übelste Ausfälle. Die deutsche Stimme von Naruto ist übelst nervig und die deutsche Stimme von Ruffy ist auch nicht so pralle. Aber Dragon Ball war immer super vertont. Hallo. Rauf da, Jungs. Boah, was ist das denn jetzt hier? Genki-Modus. Komm schon, komm schon. Boah, ich spray jetzt hier. Ich spam jetzt die Scheiße. Guck dir das an, wie viel Treffer ich mache. Rauf da, zack. Boah, ist ja gar keine Chance, der nimmt ja gar nichts. Der verliert ja gar nichts an Lebensenergie, was ist da los? Ich hab keine Angst! Son Goku ist am Arsch. Boah. Was eine Scheiße. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Yeah.
Boah, Jungs. Die Zeit läuft gerade runter, oder was? Oder was ist das für eine Zahl da über seinen Namen? Ja, ist irgendwas anderes. Moment mal, wie war denn das nochmal? Ach! Aufs Bein! Bin so blöde! Ich seh nix! Okay, mein Gott. Und ich baller die ganze Zeit drauf wie so ein Bekloppt, ne? Wir haben ihn gleich, Leute, wir haben ihn gleich. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ah, der linke Arm, der ist auch noch fast platt. Yes. Piccolo Style. Schön, oder? Auch nur A. Auch nur gerade mal A erreicht. Wenn ich das gerade mal so sehe. Okay. Kann es sein, dass nur auf der linken Seite denn die richtigen... Also was ist die richtigen, aber die Missionen sind, die das Ganze weiterführen oder so? Weil hier wären wir ja jetzt auf der bösen Seite, ne? Nee, hab ich keine Lust. Da müsste ich ja jetzt alles umstellen, ne? Obwohl, dann könnte ich mit Vegeta kämpfen. Ja, komm. Oder? Und der Pflanzenmann. Ja, aber anpassen, nee. Nee, ich glaube nicht. Puh, ey, aber wenn es wirklich so viele Missionen sind, ich weiß nicht, ob wir das alles machen, dann sage ich euch ganz ehrlich. Dann würde ich doch lieber eher wirklich so der Reihe nachgehen, auf der linken Seite der Missionsauswahl, dass wir wirklich mal durch alle Sagen gehen. Aber nicht jede einzelne Mission machen, weil ich glaube nicht, dass es, weiß ich nicht. Wie gesagt. What brings you here, Piccolo? Working together might be the only way we can beat him. That just might work. Of course it will. What? Whoa,
he's pretty fast. Prepare yourself. Okay. Weil, ja, wie gesagt, wir müssen halt sehen, das Kampfsystem ist halt sehr, sehr stark eingeschränkt. Und das ist wirklich ein großer Kritikpunkt, finde ich. Ich bin ja jetzt schon am Arsch. Hilfe! Oh, Nappa, ey, hilf mir doch mal, die Gurke. You're pretty strong. Goku, move aside. I'll show you my special move. Oh. Ich hab's voll abbekommen. Die Höllenspirale. Oh shit. What the fuck? Ey, wie oft macht er denn die Höllenspirale? Das kann doch gar nicht sein. Das kann er gar nicht so oft. Nicht zu dem Zeitpunkt. Piccolo weg. Piccolo ist weg. Das kriegt so Goku noch eins drauf. Zack, schön, haut ihn weg. Der Pflanzenmann, ey. Bam! Oh yeah. Say it's my lucky day. Oh, der Baum will mich aufhalten, oder was? Ja, wie gesagt, muss man gucken. Ich würde da dann wirklich schon eher sagen, wir machen dann nur so die Mission links außen. Damit wir mal die Charaktere in allen Sagen sehen, aber nicht jede einzelne Mission, das zieht nicht, ey. Das zieht einfach auf Dauer nicht, glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen, ne. Ah, ich kann Vegeta weiter dahin behalten, aha. Okay, so Leute, ich glaube, die Folge ist lang genug geworden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich denke, wir bleiben dabei, dass wir jetzt ein paar Missionen für jede Saga machen, damit wir auch im Laufe des Let's Plays alle Sagen sehen. Denn ich möchte definitiv mal als Saiyajin-Gott zocken. Das ist mein Ziel. Und wenn wir jetzt jede einzelne Mission machen, das zieht sich so lange, das Spiel ist auch nur ausgeliehen und... Wenn das Kampfsystem ein bisschen... Warum haben die das nur auf einen Knopf beschränkt? Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Keine Ausreden jetzt hier. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da für die extra lange Folge. Auf jeden Fall super. Danke fürs Zusehen und tschüss.